Herzlich willkommen heute zum zweiten Teil eurer Fragen zum Thema Fitfighters, die ich gern beantworten möchte. Mein Name ist Dr. Magdalena Schauenberg und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wie kann ich ganz einfach schnell abnehmen, ist eine Frage, die ich sehr, sehr häufig höre im Zusammenhang mit Fitfighters oder auch einfach bei Menschen, die sich hier bei uns im Kensho beraten lassen möchten. Und wir haben natürlich als Menschen immer die Tendenz, zu hoffen, dass wir ein komplexes Problem mit ganz einfachen Mitteln lösen können, dass es irgendwie eine Pille gibt, eine Tablette, ein Wundermittel, womit vielleicht einfach lästige oder überflüssige Kilos verschwinden. Ich möchte euch aber einladen, zum Thema Fitfighters euch mit dem Thema ein bisschen anders auseinanderzusetzen und auch euren Blickwinkel zu ändern, weil überflüssige Kilos sind genauso wie vielleicht Schmerzen in den Gelenken oder häufige Migräne oder Müdigkeit und Erschöpfung ein Symptom dafür, dass etwas in eurem Leben nicht stimmt. Und dem einfach zu begegnen, indem wir Kalorien reduzieren oder vielleicht nur sparsame Mahlzeiten zu uns nehmen und Hunger leiden, das kann einfach nicht die Lösung sein. Habt ihr vielleicht schon mal drüber nachgedacht, warum ihr häufig abends vorm Fernseher Süßigkeiten esst? Oder warum ihr, wenn ihr gestresst nach Hause kommt, vor dem Kühlschrank landet. Das heißt, das hat ja alles Ursachen und das hat ja Gründe, warum ihr solche Verhaltensweisen aufrechterhaltet, obwohl ihr vielleicht wisst, dass es eigentlich nicht so gut ist und ihr das ganz sicher schon mehrfach euch vorgenommen habt, das zu ändern. Und so komplex wie das ganze Thema ist, so unterschiedlich sind auch die Ansätze für jeden Einzelnen von euch. Weil bei dem einen ist vielleicht Stress der Auslöser, bei dem anderen liegen vielleicht Entzündungen im Körper vor, der dritte hat vielleicht einen sehr, sehr hohen Blutzucker- und Insulinspiegel und deswegen ist das Abnehmen schwer, bei dem nächsten sind vielleicht die Hormone durcheinander und all die Ursachen kann man nicht einfach mit Kalorienreduktion lösen. Von daher versuchen wir mit Fitfighters dazu beizutragen, dass ihr ein bisschen einen anderen Standpunkt einnehmt und auf das Thema Gewicht anders schaut und einfach feststellt, wenn ich bestimmte Strategien berücksichtige, die ihr in den Fitfighters-Seminaren vermittelt bekommt, dann werde ich nicht nur gesünder, ich fühle mich besser, ich schlafe auch besser und als Nebeneffekt nehme ich auch ein paar Kilogramm ab. Aber sich nicht zu sehr darauf zu konzentrieren und die Waage als alleiniges Instrument dafür zu nehmen, ob man erfolgreich war und sich damit vielleicht den Tag zu versauen, wenn das nicht der Fall ist und ihr früh auf die Waage steigt und feststellt, die zeigt mehr an, als ihr möchtet und dann mit schlechter Laune in den Tag zu starten, das ist eine Macht, die wir der Waage eigentlich gar nicht einräumen sollten. Und ihr als Menschen, ihr seid doch viel mehr als euer Gewicht, als euer Hüftumfang, als euer Bauchumfang. Ihr habt Wünsche, ihr habt Potenzial, ihr habt Möglichkeiten, ihr habt ganz besondere Fähigkeiten, die euch einzigartig machen. Und das alleine nur darauf zu reduzieren, wie viel Kilogramm ihr auf der Waage wiegt, das ist, greift einfach viel zu kurz. Und wir möchten einfach mit Fitfighters euch ermuntern, euer Potenzial, eure Träume, eure Wünsche wieder zu entdecken, zu überlegen, wie ihr euer Leben leben möchtet und dann wirklich auch dafür vieles zu tun, um euch besser zu fühlen und um gesünder zu werden und quasi als positive Nebenwirkungen dann auch abzunehmen. Also es gibt tatsächlich keine ganz einfache, nachhaltige und gesunde Lösung, um ganz schnell ein paar Kilogramm abzunehmen, wobei man könnte einfach einen Tag lang nichts trinken, dann hat man sicherlich abends ein paar Kilogramm auf der Waage weniger, aber das sagt überhaupt nichts aus. Die Waage kann nicht zeigen, wie glücklich ihr seid. Die Waage zeigt nicht, was für ein toller Mensch ihr seid. Die Waage zeigt nicht, wie gesund ihr seid. Und die Waage zeigt auch nicht eure Körperzusammensetzung. Auch Leute, die viel Muskelmasse haben, wiegen zu viel, weil sie eben viel Muskelmasse haben. Und wer viel Körperfett hat, wiegt vielleicht auch zu viel. Und das sind einfach ganz unterschiedliche Aussagen und die Waage kann über euch als Person absolut keine Aussage treffen. Und das sind Sachen, die wir versuchen in Fitfighters euch näher zu bringen und da einfach auch maßgeschneiderte Strategien für den Alltag anzubieten. Natürlich spielt auch die Ernährung eine Rolle, aber Gewohnheiten spielen eine ganz zentrale Rolle und zu lernen, für euch selber zu sorgen, ist auch eine ganz wichtige zentrale Strategie. Ich freue mich, wenn ihr vielleicht dabei seid. Am 6. September starten wir um 19.30 Uhr mit dem ersten Seminar zum Thema Fitfighters, das ich auch selber halten werde. Und dazu gehören zu diesem Kurs auch regelmäßige Trainingseinheiten, sodass ihr in der Gruppe auch Unterstützung bekommt und es hoffentlich schafft, euer Ziel zu erreichen, euren Traum zu erfüllen und euer Leben endgültig zu transformieren.